Ein Star muss erstmal ein guter Schauspieler sein. Das Wichtigste ist für einen Star. Demut, Charisma. Man sollte nicht alles über ihn wissen. Ich finde, ein Star darf nicht zu unnahbar sein. Ein Star, denkt, das sucht man sich ja nicht selber aus, das ist ja kein Beruf. Es ist eine schöne Tradition bei der Berlinale. Seit 1998 werden hier die Shooting Stars präsentiert. Das sind die jungen, aufstrebenden Schauspieler und Schauspielerinnen aus Europa. Für Deutschland ist diesmal ein junger Mann dabei, der vor allem durch Kinder- und Jugendfilme sich eine große Fangemeinde schaffen konnte. Janis Niewöhner ist 22, seit 10 Jahren steht er bereits vor der Kamera. TKKG und die wilden Hühner waren nur der Anfang. Er spielt in der Edelstein-Trilogie den Gideon de Villiers. Und auch im zweiten Teil von Ostwind ist er wieder dabei. Ja, Janis, was bedeutet es jetzt für Sie, Shootingstar der Berlinale zu sein 2015? Erstmal eine große Freude. Macht einen stolz, glaube ich, auf eine Art. Und also ist einfach schön, dazuzugehören. Daniel Brühl zum Beispiel war ja damals auf der Liste, Franka Potente. Daniel Brühl ist jetzt Jurymitglied in diesem Jahr, ein wirklich international bekannter Schauspieler. Könnten Sie sich vorstellen, dass Shootingstar zu sein bei der Berlinale dann auch zu so einem Weg führt? Ja, vielleicht. Also ich sehe das jetzt nicht als etwas, was der Ausgangspunkt ist. Ab jetzt geht es nur noch ganz steil nach oben. Ne? Aber einfach als eine gute Chance, glaube ich, noch mehr so in die Filmwelt reinzukommen. Und ich glaube, man muss jetzt so im Jetzt leben und mit der Leidenschaft dabei sein. Und dann wird sich alles zeigen, wie es kommt. Im Fernsehen machen Sie viele verschiedene Dinge, aber im Kino, denke ich mir, sind Sie vor allem Schauspieler für junge Leute. Die sehen Sie in vielen Filmen, die eben direkt für junge Leute gedreht worden sind. Ändert sich das vielleicht jetzt auch? Man wird ja selber älter, also vielleicht ändern sich da auch die Rollen? Ja, ganz bestimmt. Also es ist auf jeden Fall ein Ziel, jetzt glaube ich auch einfach mal vermehrt Sachen zu machen, die ich noch nicht bisher gemacht habe. Und naja, mit den Jahren wächst das natürlich auch, dass man so neue Kriterien oder Ansprüche an Projekte setzt. Und das ist, glaube ich, so langsam der Fall. Und sowas will ich auch weiterhin machen. Also ich finde, es ist nie was Schlechtes daran, jetzt einen schönen Kinder- oder Jugendfilm zu machen. Dann müsste ja auch Smaragdgrün jetzt dran sein. Genau, Smaragdgrün wird Anfang April gedreht. Den drehen wir dann auch wieder da, wo wir auch die ersten zwei Teile gedreht haben, in Eisenach, da auf der Wartburg Lutherburg. Das ist ja ein ganz tolles Motiv, gerade für so Fantasy-Genre-Filme. Und sowieso toll an dem Projekt, dass man an so tollen Drehorten ist. Ja, freue ich mich drauf. Jetzt aber erstmal viel Spaß bei der Berlinale. Ganz herzlichen Dank. Shootingstar dieser Filmverspiele, Janis Niewöhner. Dankeschön. Danke auch. Der britische Regisseur Andrew Haig hat es geschafft, für seinen Wettbewerbsbeitrag 45 Jahre, 45 Years, ein fantastisches Paar zusammenzubekommen. Charlotte Rampling und Sir Thomas Courtenay. Kurz vor dem 45. Hochzeitstag wird die Beziehung von Kate und Jeff auf eine harte Probe gestellt. Denn mehr als 50 Jahre nach ihrem Tod wird die Leiche von Jeffs früherer Freundin gefunden. What do you mean? Officially, I was her next of kin. I'm sure I told you this before. But I think I remember her husband being another woman's next of kin. Wie würden Sie dann das Verhältnis dieses Paares beschreiben? Wie gehen die miteinander um? Ich fand es am Anfang ja sehr herzlich, fast zärtlich nach so vielen Jahren. I think it makes it all the more strange and unsettling, because you can see that these two people are, they're so close, they're so, even in the, you know, physically they sort of look quite similar. There's a physical osmosis and mental osmosis that is very touching and very warm and very loving. So this is installed right at the beginning to make us understand how difficult the extracting of this relationship, and that's what makes the journey interesting. You see little glimpses of their past, and there's something so powerful about the idea of the girl down there in the ice preserved. Also ich fand es schon sehr typisch, dass die Frau versucht, eben doch mit dem Problem klarzukommen, es zu verarbeiten, zu bewältigen, und der Mann einfach alles irgendwie doch versucht wegzudrücken. Das ist ein typisch männliches und weibliches Verhalten. Yeah, I think Andrew Haig, you know, he's able to understand what connects people. The talent in an artist comes out with things you don't understand. So he's telling us things he actually doesn't understand, but he does somewhere, deep inside his psyche, understand what's going on in relationships.
Ja, ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen. Es ist tatsächlich Ihr Film. Es ist der Film, der sich ganz konzentriert auf Sie. Thank you so much. Und wir schauen jetzt nochmal hinein. So where did you go? Just to the billet. To buy cigarettes? I lost my sense of smell, you know. Morgen möchte ich Ihnen dann den deutschen Wettbewerbsbeitrag Als wir träumten von Andreas Dresen vorstellen. Ein Film, der hier schon mit großer Spannung erwartet wird. Er basiert ja auf dem erfolgreichen Leipzig-Roman von Clemens Meyer. Und das Drehbuch zu diesem Film schrieb kein geringer als der große Wolfgang Kohlhase. Morgen also mehr dazu. Tschüss, bis dahin.